Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 5. Ich bin heute auf der Karte Arras, oder ja, Arras. Und das ist tatsächlich eine Karte, die mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Ich glaube, ich habe sie noch nicht auf dem Kanal gespielt. Bin aber ein riesengroßer Fan von der Map. Und ich überlege gerade, was ich nehmen soll. Ich fange mal an mit Versorgungssoldat. Genau, und das ist eine Map in französischen Städtchen. Wahrscheinlich dem gleichnamigen Arras. Aber immer wenn ich irgendwie sage, wo ich denke, dass der Map-Name herkommt, ist es immer falsch. Deswegen kann es sein, dass das die Region ist oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, genau, sind wir hier in... ups, das ist jetzt schlecht. Sind wir in Frankreich. Wir sehen, der Himmel ist ein bisschen verdunkelt. Das ist doch nicht immer so. Das sieht ganz geil aus. Ich glaube, in diesem Modus habe ich die sogar fast noch nie gesehen. Obwohl ich die Map eigentlich sehr gerne und oft spiele. Aber naja. Genau, ich finde die Map sehr interessant. Sie ist zum einen sehr ausbalanciert, finde ich. Man sieht, man hat hier so auf E hat man so diesen Mittelpunkt und dann gibt es aber auch rundherum noch ein paar viele Punkte. Ich mag sie dadurch, dass sie zum einen offen ist. Zum anderen aber eben auch in diesen geschlossenen kleinen Städtchen teilen. Also dass man hier quasi kämpfen kann in den Häusern und in den Gängen hier. Aber auch auf den offenen Feldern. Hier hat man nämlich zum Glück auch nicht so viele Chancen, dass man irgendwie von Snipern die ganze Zeit nur belästigt wird, könnte man schon fast sagen. Der einzige Punkt wäre dieser Kirchturm, wo dann doch gerne auch mal Leute stehen. Boah, da wollte ich nochmal schön mit dem Messer. Aber ich habe nicht so viel Schaden gemacht. Aber der kam auch aus dem Hinterhalt, der Typ. Fand ich nicht gut. Genau, was ich auch noch an der Map ganz schön finde, ist einfach die Landschaft. Ich mag diese... Weiß ich nicht, wie das aussieht einfach. Das finde ich mega geil. Und auch interessant, das ist halt auch so ein Konzept, was wir bei den Maps bisher noch nicht so oft gesehen haben, sind nur diese hohen Gräser bzw. Felder, in denen man sich halt echt gut verstecken kann. Die das Ganze, finde ich, naja, nicht taktischer machen, aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise interessanter machen. Weil man eben durchaus überall im hohen Gras irgendwelche Leute finden kann. Oder auch hier zwischen diesen Gräsern, zwischen diesen kleinen Gräben. Das finde ich irgendwie... Oh, das war nur ein Baum. So wie dazu. Oh, das ist ein Panzer. Da habe ich nicht so viele Chancen gegen. Gar nicht vorgeheilt. Perfekt. Oh, ja. Okay, da war direkt einer. Ich habe mich schon gewundert, warum wir F nicht erobern, aber da waren halt überall irgendwelche Leute. Kann ich hier gerade nochmal pingen, dass hier einer ist. So, aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen gucken. Hier gibt es wieder Fahrzeuge. Was nehme ich denn mal? Ich nehme mal... Ich finde, das ist leider ein bisschen doof. Ich finde es schwierig, anhand des Icons und so weiter irgendwie festzustellen, welcher Panzer für was gut ist. So, man muss die einfach kennen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil man hat auch einfach kaum eine Chance, sich die mal in Ruhe anzugucken. Man ist immer... Das, finde ich, ist einer dieser großen Probleme an Battlefield eigentlich. Man ist immer in... Wenn man denn mal was ausprobieren möchte, anhand von... Hobby, also irgendwelche neuen Fahrzeuge oder Flugzeugen oder sowas, dann ist man darauf... Da war noch einer. Da muss man immer Glück haben, dass man die nicht weggeschnappt bekommt. Wo war denn hier einer? Da ist auch noch einer. Dahinter. Boah, geil. Zwei Leute gekillt. Da muss man immer Glück haben, dass man einen bekommt. Und das an sich ist erstmal... Ja, ist okay. Man will halt auch nicht, dass da 5000 Panzer herumfahren. Das ist natürlich auch klar. Verzieh dich.
Meint, der könnte Rambo spielen. Da ist auch noch einer. Oder? War da nicht noch einer? Da war da einer, ja. Sind die tot? Ich habe ihn leider nicht erwischt. Okay, dann. Na, ich drehe jetzt hier mal ganz doof. Fahren wir so ein bisschen über die Hügel. Und dann gehen wir mal zu A. So ein bisschen Support von hinten geben. Irgendwas wollte ich gerade noch gesagt haben. Habe ich aber leider verpeilt. Achso, genau. Man möchte halt nicht, dass irgendwie super viele Fahrzeuge nur rumfahren. Also klar sollte man nicht die Möglichkeiten geben, jeder kriegt ein Fahrzeug und go for it und keine Ahnung. Das bringt natürlich auch nichts. Weil es gibt auch Leute, die einfach überhaupt keinen Bock haben, mit Fahrzeugen rumzufahren. Ich habe oftmals keinen Bock, weil man dann immer so in diesen Druck gerät. So, als wärst du in einem MOBA der Carry oder sowas. Du bist plötzlich derjenige, der irgendwie delivern muss. Du hast das Fahrzeug. Du musst gucken, dass du die Leute abknallst. Und die anderen Fahrzeuge erledigst und so. Und da bin ich oftmals nicht so der Richtige für. Ich bin dann eher so ein Supporter-Typ. Hier können wir uns nochmal Nachschub holen. Und da ist natürlich ein Panzer. Ja, der ist halt einfach nicht für den Support in dem Sinne zuständig. Da oben sind irgendwelche Leute. Ja, da ballert doch schon ein anderer drauf, egal. Ja, da muss ich richtig hoch. Alter. Komm ich da überhaupt hin? Komm ich gar nicht hin. Okay, mal gucken, ob ich hier dran vorbeikomme. Ja, also gerade eben. Dann gehen wir mal zu D. Sieht ansonsten okay aus. Wir liegen ein bisschen zu hinten nach hinten. Oder ein bisschen weiter hinten. Er ist schon wieder irgendein Typ. Warte mal, da drehe ich nochmal kurz um. Bevor wir direkt wieder A verlieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Ist der hier noch? Ah ja. So. Wo ist der denn jetzt? Ist wahrscheinlich versteckt hier. Ich habe tatsächlich mal diesmal ein Thema mitgebracht, worüber ich gerne mal reden würde. So. Weg mit dir. Ah, B ist auch schon wieder. Egal. Genau, ein Thema, über das ich quatschen wollte, und zwar, wie ihr mit dem Thema Hype umgeht. Jetzt nicht zu Battlefield oder so, sondern so grundsätzlich. Weil ich merke gerade wieder, es gibt viel Hype, unter anderem durch Battlefield, aber bestimmt auch durch andere Spiele noch. Scheiße. Ja, da wurde ich... Zeitliche gesegnet, aber ist nicht schlimm. Lief trotzdem ganz gut. Haben ein paar Kills gemacht. In der Zeit. Haben ein bisschen Support gegeben, glaube ich. Genau, generell, wie ihr zu diesem Thema Hype steht, ob ihr euch da gerne von verführen lasst oder ob ihr da einmal vorsichtig mit seid, ob ihr euch nicht hypen lasst oder ob ihr dem gerne entgegenfiebert. Das würde mich mal interessieren. Weil ich erwische mich gerade auch wieder dabei, dass ich durchaus gehypt bin. Und das kommt aber auch immer so ein bisschen halt, also es kommt aufs Spiel drauf an, ne? Ist immer klar, sonst gäbe es ja auch keinen Hype. Gibt natürlich immer nur Hype bei Spielen, auf die man eben auch Bock hat und auf die auch alle anderen Leute Bock haben. Okay, hier sind jetzt ganz schön viele Leute. Sehe ich ja nur Feinde. Jetzt gerade bin ich auf jeden Fall gehypt. Ich habe auch
gestern erst das, die Gold-Edition jetzt vorbestellt von Battlefield. Und, weiß nicht, ich habe mich generell schon hypen lassen durch ein neues Spiel. Dann natürlich, also jetzt in Bezug auf Battlefield, aber es ist nur ein Beispiel. Dann durch das Theme, also durch die Ära quasi. Dann durch den geilen Trailer, durch das Portal-Ding, was wir gesehen haben. Und jetzt demnächst gibt es noch so einen kleinen, so einen Cinematic-Trailer mehr oder weniger, so ein Video um die Welt und so, um die Lore und so weiter so ein bisschen zu erklären. Was ich auch mega interessant finde, und das sah halt auch schon richtig geil aus, was man gesehen hat. Es kann sein, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme das sogar schon draußen ist. Das weiß ich gar nicht. Bam. Weg mit dir. So, das kann sein. Ich habe es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen, weil jetzt gerade haben wir den 6. August, wo ich das aufnehme. Und es kommt am 12. Genau, und da habe ich halt auch richtig Bock drauf, den zu sehen, weil das sah echt gut aus und ich habe auch Bock, mich so ein bisschen von dieser Welt einlullen zu lassen, könnte man fast sagen. Also ich lasse mich dann in dem Moment gerne davon verführen, glaube ich. Habe ich Bock drauf. Und Hazard Zone gibt es ja auch noch, da haben wir noch gar nichts zugesehen bisher. Wir haben so ein paar Dinge gehört. Da gibt es aber halt auch Spekulationen zu. Bei den einen hört man, das ist eher so ein Battle Royale Ding. Da hat man jetzt aber auch schon von den Entwicklern gehört, dass das nicht sein soll. Dass es Squad-basiert ist, hat man gehört. Und es wird spekuliert, ob das vielleicht eher competitive ist. Wäre dann für mich natürlich so ein bisschen raus, weil ich einfach kein kompetitiver Spieler bin. Was aber cool wäre, wenn das wirklich so ein... Also wenn es, naja, kompetitiv wäre, aber nicht in diesem Turniermodus oder dass man jetzt wirklich so einen krassen Clan braucht oder so, sondern dass man einfach Ranglistenspieler hat oder so, wo man mit einem... Oh, was war das denn? Ist da irgendwer? Oder? Ich hab keine Ahnung, wo das herkommt. Wenn das so Ranglistenspiele mäßig ist, wo man einfach dann eine Wertung hat oder so, wo aber auch jeder mitmachen kann und das jetzt nicht so krass kompetitiv ist, dann fände ich das eigentlich auch ganz cool. Wäre wahrscheinlich trotzdem etwas, was ich nicht so wirklich viel spielen würde. Aber zunächst einmal brauchen wir natürlich sowieso mehr Informationen dazu. Aber ich bin doch gehypt, auf jeden Fall. Und auch, was mich auch hypt, ist einfach der Fakt, dass dieses Spiel längeren Support bekommen könnte und jede Season quasi so ein, dass man sich auf jede Season freuen kann, dass man neue Maps bekommt und alles Mögliche dazu, neue Spezialisten, wenn man den Battle Pass hat und so weiter. Und das finde ich cool. Also da habe ich Bock drauf, dass man auch langfristig dran bleibt und es einfach langfristig spielt. Dazu muss natürlich erstmal noch ein bisschen was passieren. Es muss erstmal laufen. Es muss erstmal dann entsprechend auch eine gute Community haben. So, das, ne, das muss gut sein. Das muss in einem guten Zustand released werden. Und das ist halt meistens das, was den Hype dann zerstört. Indem das einfach kein guter Release ist, wie Cyberpunk zum Beispiel. Und genau, mich würde gerne mal interessieren. Oh. Nein! Was zum Teufel? Oh, das wäre so geil gewesen. Puh. Ja, wie ihr dazu steht. Das fände ich mal interessant zu hören. Also lasst da gerne mal eine Meinung da. Und muss ja auch nicht nur zu Spielen sein, es kann auch zu was anderem sein. Kann ja auch Filme oder Serien oder irgendwas anderes sein. Oder eine neue Staffel von einer Serie oder wie auch immer. Kann ja alles zu einem Hype führen. Alter, okay, von unten. Oder, nee, von da oben. Wahrscheinlich die Füße gesehen. Kann ich mal pingen, wo das ist? Oh. Oh, geiler Typ. Aber da ist, glaube ich, immer noch jemand. Ja, da ist immer noch jemand.
Ah, shit. Schade, hat er nicht geschafft. Okay, David erobert das Gut. Wo gehen wir hin? Hier, das finde ich zum Beispiel kacke. Warum steht der Panzer die ganze Zeit nur hier? Warum steht der nur hier? Warum steht der nur hier? Das ist doch... Das hilft uns doch nicht. Also aktuell ist es ja okay, weil wir irgendwie 4 Punkte haben. Ja, aber das... Das verstehe ich leider nicht. Aber genau, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt, den ich eingangs erwähnt hatte. Ich finde, man hat leider kaum eine gute Chance, und das wird sich ja mit Battlefield 2042 zumindest in einer Hinsicht ändern. Und zwar, dass man kaum gute Möglichkeiten hat, sowas mal, so Panzer zum Beispiel mal zu testen, sich die mal anzugucken, zu schauen, wofür die, ja, worin die gut sind, dass man solche Sachen mal testen kann. Jetzt muss man immer so ein bisschen, wenn man es nicht weiß, nicht besser, dann muss man halt raten, wofür jetzt ein Panzer gut ist oder nicht. Oder ob ein Panzer schwerfällig ist oder nicht und so. Wo ist denn die Alte? So. Alter, wo kommen jetzt auf einmal die ganzen roten Leute hier bei E her? Bin ja komplett umzingelt jetzt. Ja, da habe ich gemerkt. Shit. Ja, okay, da war direkt einer. Wir haben Ziel Friedrich verloren, Soldaten. Genau, man hat einfach nicht so eine gute Chance, sich Sachen anzugucken. Genauso mit den Piloten. Das finde ich halt hier zum Beispiel auch schwierig. Ich finde es cool, dass man so viele Möglichkeiten hat, verschiedene Flugzeuge zu nehmen. Weil es gibt ja die ganz normalen, wie sagt man, es gibt ja Bomber, es gibt welche, die ja, die eher so für den, wie sagt man, für den Luftkampf geeignet sind. Also, oder große Bomber, kleine Bombe. Da gibt es ja alle möglichen Dinge und natürlich alle dann mit ihrer historischen Relevanz. Also Stuka und Spitfire und solche Sachen gibt es ja dann alle. Und wenn man das, wenn man die kennt und weiß, okay, so funktionieren die, diese Ausrüstung haben die, dann hilft dann das schon mal. Aber man hat nicht so ein, man hat jetzt nicht zu jedem B irgendwas Bomber, irgendeine, oder man kann schlecht feststellen, was ist jetzt zwischen einem B irgendwas und einem anderen Bomber, was ist der Unterschied? Und da greife ich tatsächlich immer, wenn ich mal, wenn ich dann mal so weit bin und mal ein Flugzeug nehme, was auch schon eher selten ist. Wird der Panzer zu uns? Wahrscheinlich nicht. Dann bin ich oftmals einfach am Raten und nehme einfach irgendeinen, der mich gerade anspricht. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Und das, was ich gut finde bei Battlefield 2042, ist, dass man jetzt eben auch eigene Server erstellen kann. Das kann man hier auch. Ja, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn du alles einstellen kannst, private Räume machen kannst, gegen eine AI spielen kannst, was du ja hier nicht machen kannst. So, das wird auf jeden Fall ein Feature sein, was ich viel nutzen werde, tatsächlich. Um einfach... Das war doof. Um einfach so ein... ja, ein Gefühl für die ganzen Sachen zu bekommen. Für Waffen, für... Keine Ahnung, was es da alles gibt. Für verschiedene Gerätschaften. Und die Map kennenzulernen. Und da kann ja so viel passieren, was man irgendwie... Was man lernen muss einfach tatsächlich. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Da habe ich auch sehr viel Lust drauf. Das hypt mich in dem Sinne dann schon ein bisschen. Weil man kann sich dann so ein bisschen besser darauf vorbereiten, wenn man tatsächlich mal Bock hat, irgendwie ein Flugzeug zu nehmen oder so. Dass man dann nicht sofort geflamed wird, weil man irgendwie nicht jede Minute einen Kill macht. So wie die beiden hier. Oh, das wäre so schön gewesen. Ich würde das gerne mal schaffen. Ich gucke mir jetzt auch immer wieder gerne die Videos an, wo irgendwelche Leute wirklich random Stuff machen in Battlefield. Und damit auch noch durchkommen. Einfach irgendwo hinschießen und irgendwie in 500 Meter Entfernung so ein Flugzeug abknallen. Mit einem Panzer oder so.
Das ging bei Battlefield 3 auf jeden Fall auch noch ganz gut. Da hat man auch gerne mal so ein, ja, mit dem Panzer, mit dem Abrams oder wie die heißen, M1 oder, keine Ahnung, ich bin bei solchen Namen immer so ein bisschen raus. Ich glaube, die gab es ja auf jeden Fall. Mit denen dann irgendwie so ein Jet runter zu ballern oder ein Heli oder so. Das war schon immer dann ein Highlight. Okay, hier gibt es gerade ein bisschen Luftunterstützung, das ist cool. Okay, von wo? Ist ja ganz schön viel los gerade. Aber das finde ich halt geil, ne? Es gibt diese Straßenschlachten halt auch. Oh. Bisschen High Ground hier. Fuck, von hinten. Ja, deswegen mag ich die Map. Die ist cool. Aber es ist halt auch nicht so eine Riesenstadt. Was eben auch ganz nett ist, sodass man sich nicht so krass verläuft. Aber da bin ich... Ich werde bei dem neuen Battlefield sehr gespannt sein, wie die unterschiedlichen Maps so sich so spielen lassen. Man hat jetzt ja schon gesehen, die sind eigentlich alle relativ groß. Was ich auch cool finde, was ich erstmal mag. Zumal man die dann ja immer noch künstlich eingrenzen kann, wenn man denn möchte oder Team Deathmatch spielt oder irgendwas anderes in der Richtung. Shit. Shit. Ja, da waren nicht so viele. Ich glaube, das wird auch noch. Also es wird sehr schwierig, das noch aufzuholen. Man könnte das Glück haben und wir kriegen auf einmal alle Punkte. Dann wäre das ganz gut, aber ich glaube, die kriegen eher B, bevor wir jetzt irgendeinen anderen Punkt bekommen. Und damit dann noch aufzuholen, ich kann mal das kurz zeigen hier. Genau, hier haben wir jetzt verschiedene Flugzeuge. Und jetzt irgendwie die Unterschiede zwischen den... Was ist hier zum Beispiel der Unterschied zwischen U-88C und U-88A? So klar, man unten sieht hier so ein bisschen was, aber im Endeffekt... Keine Ahnung. So, das ist irgendwie... Oder die hier sind auch relativ ähnlich. Also das sind so Dinge... frag mich nicht. Keine Ahnung. Bin ich überfordert mit... dahingehend würde ich gerne irgendwie noch mal so ein bisschen die Möglichkeiten haben, die alle mal auszutesten und wirklich, ohne dass man dadurch, ja, irgendwie Leuten einen Flugplatz wegnehmen muss oder so, dass man diese Sachen einfach mal testet. Das wäre halt ganz geil. Lebt er noch? Also nicht. Und ich hatte auch schon mal überlegt, wie man denn diese Mechanik so ein bisschen optimieren kann. Weil gerade am Anfang der Map, oder am Anfang des Matches, hat man ja die Situation, dass, ja, so von jetzt auf gleich, so du bist teilweise noch nicht mal im Spiel und es sind alle Fahrzeuge vergriffen. Und du hast teilweise gar keine Chance, dass es hier okay gelöst, weil du kannst erstmal draufklicken auf das Icon, wenn du siehst, dass es verfügbar ist. Und dann ist es für dich erstmal reserviert und dann kannst du dir mehr oder weniger in Ruhe aussuchen, was für eins du haben möchtest. Das heißt, du musst nicht sofort reinklicken und dann auch noch dich für ein Fahrzeug entscheiden, eben weil man ja die Chance hat, sich eben mehrere auszusuchen jedes Mal. Das ist nicht der Fall, sondern du kannst es halt reservieren. Ach Mann, ey. Oh, hier brenne ich. Das ist schlecht. Brennen macht nicht so viel Spaß. Mann, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich kann den schon mal so ein bisschen... Oh. Den habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich habe mir schon mal so ein bisschen überlegt, ob es eine coolere Mechanik geben würde. Ich bin noch nicht so richtig zu einer Idee gekommen, aber ich mag es gerne, darüber nachzudenken. Eine Idee, die ich hatte, war, ob man das nicht so machen könnte, dass jeder die Möglichkeit hat, also jeder hat quasi einen kostenlosen Platz, mehr oder weniger. Also jeder hat
die Chance, einmalig ein Fahrzeug zu nehmen. Und wenn man dann halt abstürzt oder der Panzer in den Arsch geht oder so, dann ja, hast du deine Chance eben verspielt. Und dann können nur noch andere Leute, die noch einen Platz frei haben, sich quasi einen nehmen. Das ist aber halt auch ein Problem, weil dann muss man irgendwie eine Logik, eine Logik finden, mit der man, ja, die Chance hat, dass der zwei, also dass jeder trotzdem mehrfach in ein Fahrzeug kommt, weil das ist ja auch doof. So, das hilft ja sonst auch niemandem. Ob man das dann wiederum mit Punkten quasi kaufen kann oder so, weil man hat ja, durch Squad bekommt man ja Punkte. Ob man dann sagt, okay, das Squad kann jeweils noch Punkte für sowas, für sowas eintauschen oder so. Ist aber alles nicht so geil, was ich mir jetzt überlegt habe. Aber irgendwie finde ich, kann man das noch so ein bisschen optimieren, weil ich finde es halt, wie gesagt, immer schwierig. So, wenn die Leute, die einen schnellen Rechner haben, die eine schnelle Internetverbindung haben, die vielleicht vorher schon im Match waren und einfach nur okay drücken müssen, die haben natürlich viel bessere Chancen, einfach ein Fahrzeug zu bekommen, als alle anderen. So. Und klar, die Leute, die Bock drauf haben, und ich meine, das Ding ist natürlich auch, dass die Leute, die erstmal mega gut mit den Fliegern sind, dass die auch diejenigen sein werden, die eben sofort so ein Ding nehmen, ist ja auch klar, und das will man ja auch. Man will ja auch die Leute, die damit gut umgehen können, in seinem Team haben, die damit dann eben auch rumfahren. Das ist halt auch klar, aber nichtsdestotrotz, wenn du mal die Chance haben möchtest, das mal auszuprobieren, weil du weißt ja vielleicht gar nicht, ob du gut bist oder nicht, dann hast du das eben nicht. Das finde ich so ein bisschen schade. So, den kann ich direkt mal holen. Boah, nervig. Ich habe ja gar noch irgendwas freigeschaltet für die Waffe. Ich glaube, eins von diesen goldenen Dingern. Komm, mach die Barrikade da weg. Ah, hab ich nicht getroffen. Ist der nervig. Ah, shit, ey. Ich hätte da noch Minen hinlegen sollen oder so. Aber egal, das war's auch. Wir haben nur noch 40 Punkte. Ich habe leider, nachdem ich das... Ja, wobei, doch, ein paar Kills habe ich noch gemacht. Ich bin eher so im Mittelfeld, das nervt mich ein bisschen. Gut, jetzt haben wir hier nochmal ein Flugzeug. Können jetzt gerade nochmal eins nehmen, einfach. Einfach aus Jux. Ich kann mal bei E welche hin. Ein paar Bomben hinlegen. Ah, guck mal, so geht das doch. Eigentlich ist es auch immer geiler, wenn man die Flugzeuge, also man sieht die Flugzeuge von unten auch immer sehr, sehr, sehr gut, wenn die so nah an einen dran fliegen oder so von oben weg so einen Sturzflug machen, das ist halt immer geil. Also es hat so ein richtig geiles Gefühl. Das möchte man natürlich auch selber irgendwie hinbekommen, dass man wirklich so einen Sturzflug macht und dann die ganzen Bomben fallen lässt, aber ich sehe auch gerade, die mussten noch nachladen. Naja, hat sich dann also erledigt. Aber ich habe zumindest noch 3 Kills mit dem Flugzeug geholt. Das sind wahrscheinlich genauso viele, wie ich bisher insgesamt in Battlefield 5 mit Flugzeugen geholt habe. Also ich spiele nicht auf Flugzeug. Dementsprechend ist das schon eine ganz gute Leistung. Cool. Genau, schreibt mir gerne, wie ihr zu diesem Thema Hype und so weiter steht. Würde mich wirklich mal interessieren. Und genau, cool. Jetzt habe ich hier noch Handschutz vergoldet freigeschaltet. Sehr gut. Kann ich ja gerade auch einfach mal zeigen. Komm. Ich wollte jetzt hier eh aufhören. Dann kann ich euch nochmal ein bisschen den anderen Kram hier zeigen, den es sonst noch so gibt. Ich zeige ja sonst eigentlich immer wirklich nur die Matches direkt. Und es ist vielleicht ganz interessant nochmal zu sehen, was es, wie das Ganze überhaupt aussieht. Und wie die Profile aussehen, das Arsenal und so weiter. Genau, zunächst einmal, hier haben wir Aufträge. Das heißt, hier können wir selber bestimmen, was für Aufträge wir nutzen wollen, die wir dann aktiv, sag ich mal, bearbeiten. Das heißt, alle Aufträge, die es hier noch gibt, also 5 zum Beispiel gibt es hier noch, die wir nicht hinzugefügt haben,
die werden auch in dem Moment nicht gewertet. Genau, das heißt, den habe ich jetzt zum Beispiel aktiviert. Das heißt, jetzt wird das gewertet, wenn ich jetzt Steve hier auswählen würde zum Beispiel. Und ich würde aber Fähigkeiten oder also Dinge von diesen hier erledigen, also Aufträge halt erledigen, dann würde das nicht zählen, weil ich die eben gerade nicht aktiv verfolge. Finde ich, hat gute und schlechte Seiten, das System. Genau, ist aber trotzdem cool, dass man diese Aufträge halt hat. Genau, dann bei Arsenal bekommt man eben die Sachen, die man freigeschaltet hat. Die wird man dann einmal sehen. Das heißt, hier habe ich jetzt Handschutz vergoldet. Okay, da ist jetzt natürlich so gut wie gar nichts vergoldet, bis auf diese goldenen kleinen Ringe da. Okay, ist natürlich jetzt nicht so geil. Und dieses blaue Teil von dem Gewehr. Okay, das habe ich jetzt freigeschaltet. Und die kann ich jetzt eben hier auch auswählen und sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Sturmgewehr. Kann das anpassen und kann sagen, Handschutz habe ich jetzt zum Beispiel die Fabrik neu. Da gibt es auch noch ein paar andere. Es gibt auch ganz viele, die ich mir auch kaufen kann mit Ingame-Währung. Oder welche, die ich mir auch darüber hinaus noch kaufen kann. Genau, kann das ausrüsten. Und sehe hier, es gibt zum Beispiel jetzt noch ganz viele andere Bereiche. Ich kann hier wirklich viele verschiedene Dinger an- und abmontieren. Jetzt seht ihr natürlich, das ist jetzt hier so sehr wild durchgemischt hier, rein optisch. Aber genau, das kann man machen. Und jede Waffe hat noch so Spezialisierung, was ich auch ganz cool finde. Wobei die, glaube ich, auch immer gleich sind. Also ich glaube, dass, wenn ich jetzt hier nochmal reingucke, die Waffe ist jetzt Level 10 und man hat ganz am Anfang schon die Möglichkeit, hier die Dinge auszurüsten. Und mit jedem Level kann man quasi, ja, schaltet man mehr frei. Ich kann mal eins zeigen, zum Beispiel das hier, da habe ich jetzt nichts. Dann sieht das eben so aus, mit jedem Level bekomme ich dann die Möglichkeit, mich für eins von beiden zu entscheiden und kann dann eben wieder eins von beiden wählen. Zumindest je nachdem, auf welcher Stufe ich bin. Hier sieht man ja, die Linie führt nach links und rechts. Das heißt, ich kann beide auswählen, wenn ich den genommen habe. Wenn ich jetzt den linken zum Beispiel genommen habe, kann ich aber auch nur den hier unten nehmen, weil der eben nur diese Linie hat. Was ich schon mal ganz cool finde, aber ich glaube, die Spezialisierung, ja, so ein bisschen anders sind die, aber nicht großartig. Und genau, das gibt es eben bei den Fahrzeugen auch, weswegen ich mich gefreut habe, dass der, genau, Staghound, mit dem hatte ich jetzt nochmal ein Level-Up gehabt. Auch hier kann ich genau dasselbe machen. Hier kann ich eben auch Dinge freischalten. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel ersetzt die Primärwaffe. Automatikgeschütz im Effektiven gegen Infanterie und leichte Panzer. Aber jetzt habe ich ja so ein... okay. Jetzt habe ich ja eigentlich so ein... Wie sagt man? Ja, so ein Panzer-Ding halt. Aber hier kann ich jetzt zum Beispiel... Das finde ich halt auch doof. Ich kann jetzt nicht angucken, was ist denn das eigentlich hier? Ich muss mir das irgendwie so ein bisschen zusammenwürfeln irgendwie, was das denn jetzt alles ist. Aber ich nehme das einfach mal. Wird schon nicht schlechter sein. Genau, und hier kann man dann eben auch noch Dinger freischalten, kaufen. Und finde ich ganz cool alles. Ist aber natürlich auch sehr, sehr, sehr detailliert. Bei Flugzeugen geht eben genau dasselbe. Da seht ihr dann mal, es gibt super viele. Und alleine hier sehen wir, es gibt Spitfire zweimal, es gibt Blenheim zweimal, Mosquito gibt es zweimal. Ich weiß nicht genau, wo da jeweils die Unterschiede drin liegen. Das muss man dann irgendwie so ein bisschen herausfinden, aber man hat eben kaum die Chance, die mal wirklich in Ruhe zu testen. Und ich hoffe, dass das ein bisschen einfacher wird, wenn man dann eben die Möglichkeit hat, eigene Server zu machen. Auch gegen die AI, wo man dann eben sagen kann, okay, es gibt jetzt 10 Flugzeuge oder so, ich teste die jetzt einfach mal alle aus und go for it. Das fände ich geil, wenn das gehen würde. Aber wir werden sehen. Ich bin dahingehend auf jeden Fall sehr gehypt. Und Mitte Oktober geht es auch schon los, beziehungsweise Ende Oktober für die Leute, die nicht vorbestellen, beziehungsweise keine Gold-Edition haben. Genau. Aber das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer nächsten Folge von Battlefield wieder. Falls ihr auch mal Wünsche habt für irgendwelche Maps oder so, auch gerne in die Kommentare, immer bin ich immer offen für, wenn ihr sagt, hey, ich will mal die Map Untergrund nochmal sehen, keine Ahnung, dann schreibt mir das gerne und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein und bis dahin, ciao, ciao.